Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Fessel. Ich habe das schon mal angezockt, aber noch nie so wirklich durchgespielt. Also ich spiele es jetzt nicht blind, ich kenne schon ein paar Rätsel. Aber ja, also ich fange gleich mal an. Also es ist ab 0 das Spiel und ja, man kann es bei Amazon für 5 Euro kaufen, das würde ich sehr empfehlen. Der Publisher ist InnoPub und Strange Loop Games, also ist der Entwickler. Und es gibt es für den PC, da ist es 2012 rausgekommen, 2014 für die PlayStation, also ist noch gar nicht so alt. So, also ich fange direkt mal an und ich wurde übrigens gerade ausgesperrt aus dem Haus. So ein Flur hat mich da eingesperrt und ja, das ist so meine Fabrik. Das ist übrigens ein Wissenschaftler oder ein Forscher, wie man es möchte. Und der hat halt diese Teile, zeige ich euch gleich noch, hat er entwickelt. So, und wir haben auch gleich einen Protokolleintrag, lese ich mal vor. Unabsichtige Konsequenzen. Die Nebeneffekte des Verhaltens meiner Erfindung verblüffen mich immer wieder aufs Neue. Ich muss meine Ausrüstung holen und in mein Labor zurück, bevor diese Fluro noch mehr Chaos verursacht. So, also das ist ein Fluro, nur halt in Blau. Die richten anscheinend Chaos ein. Und ja, das spiele ich gleich mal los. So, also ich finde das Spiel eigentlich cool. Und es ist ein 2D-Rätselspiel. Also ist was für Rätselfüchse. So, dann lege ich gleich mal los. Da sind diese Fluros. So, und dieses Leiter runterklettern ist halt richtig schlecht animiert. Nicht richtig schlecht, aber schon schlecht, weil er klettert da irgendwie an der Seite. Und mit S geht man die Leiter runter, mit W hoch, mit A geht man an die Seiten und D auch. Also damit läuft man, mit Leertaste springt man. So, man bekommt von Leitern keinen Fallschaden, sage ich mal. Zum Beispiel hier, ach, da hat man jetzt keinen Schaden bekommen. So, da springe ich jetzt einfach mal durch. Ich stoße mir die ganze Zeit den Kopf. So, hier ist das Wasser, das ist auch schlecht animiert. Ja, und die Fähigkeit zeige ich euch gleich. Von dem Wasser. Hier, das drückt halt so ein bisschen. Da muss man so ein bisschen durchspringen. Das mache ich dann gleich mal. Geschafft. So. Also, ja. Also, es ist sehr spannend, das Spiel. Da ist auch vielleicht schon das erste Rätsel, ich weiß nicht. Da sind diese Fluros, die springen immer auf solche Knöpfe. Okay, das hat jetzt automatisch funktioniert. Spring ich mal durch, ganz zackig. So, und hier ist glaube ich schon das erste Rätsel. Ah, genau. Hier ist ein E. Damit kann man so Fähigkeiten machen. Immer wo ein X steht, kann man Sachen benutzen oder eine Aktion ausführen. Hier kann man es aufmachen, aber hier kann man es auch wieder zumachen. Also es geht immer, genau, kann man das bewegen. So, was ist denn hier? Achso, da ist die Tür zu. Ich glaube, ich habe schon eine Idee, was man da machen könnte. Hier ist ein Zahnrad, ihr könnt ja auch schon mal überlegen, was man machen könnte. So, und dann zeige ich euch jetzt mal. So, da muss man, ach komm schon. Mann, funktioniert das nicht. So, jetzt endlich. Mann, das hat lange gedauert. So, gehe ich mal runter. Hier wurde dieses Zahnrad jetzt so bewegt und dadurch wurde die Tür geöffnet. Und das sind halt solche Experimente, sage ich mal. Und hier kann man wieder eine Aktion ausführen. Im Hebel. Haha, Mist, schade. So, gehe ich mal gleich mal durch die Tür. Hier ist das nächste heute. Okay. Achso, und hier kann man an dem Rad wieder drehen. Da ist ja wieder ein X. Man kann in verschiedene Richtungen drehen. Also es ist eigentlich egal, ob D oder A. Ist eigentlich egal. So, muss man wieder E. Und da ist jetzt dieses Fluro wieder. Was macht das jetzt? Achso, okay. Spring ich mal ein bisschen Trampolin. Hui. Okay, da springe ich mal da durch. Ach, das war tief.
Da sind solche, wieder das X, und da kann man sogar dran springen. Also, falls es ein bisschen höher ist, kann man da auch dran springen. Also, ich finde das Spiel sehr cool. Besonders wie diese Fluros erstellt werden, mit dieser Maschine übrigens. Und ich finde das sehr cool. Guck mal, auch wie die aussehen. Finde ich auch schön animiert. So. Boing. Achso, okay. Mist. Das war falsch. Mist. Komm. Komm schon. Gut. So, da gehe ich mal jetzt. Und hier. Ach, schön geschafft. Gut. Und man ist schneller halt, wenn man springt. Die ganze Zeit beim Laufen. So, gehe ich mal wieder hoch. Da sind wieder diese Fluros. So, da hat er mir die Tür versperrt. Du bist ja ein kleiner Fieser. So, dann gehe ich mal gleich hoch wieder. So, ich glaube, ich ahne schon. Ja, da kann man auf den Knopf drücken. Ach so, okay. Dann kann man hier links, rechts, links, rechts. So, ja. Da sind diese Stacheln, und wenn man auf Fluros drauf tritt oder so, dann kann man die töten. Genauso wie ist es hier bei den Stacheln. Da. Ha. Pech gehabt. So. Jetzt ist hier das frei. So, und wenn euch das Spiel gefallen hat, mir hat es persönlich sehr gut gefallen, auch mit den Rätseln. Also es sind halt für Leute, die gerne rätseln. Ja, und ich finde es sehr gut, halt diese, bis auf die Animation. Aber sonst finde ich es richtig gut. Das war jetzt nur ein kleines Vorspiel. Und ich will euch jetzt nicht zu viel verraten, weil, ja, ihr sollt es ja auch noch selber ausprobieren. So, und das war's auch schon wieder für die Folge. Und ja, dann beende ich mal hiermit die Folge. Tschüss.